Typisch Österreicherin, überpünktlich. Kommen Sie rein. Grüß Gott. Assalamu alaikum. Ich bin gerade neue Studienassistentin. Assalamu alaikum. Nicht grüß Gott. Wir wollen nicht missionieren. Okay, salam alaikum. Wa alaikum salam, Friede sei mit Ihnen. Herzlich willkommen, Frau. Angelina Moser. Angel? Angelina. Angelcina? Nein, Angelina. Ah, wie auch immer. Sagen Sie mal, ist das ein biblischer Name? Mir kommt keine weibliche Figur irgendwie aus dem biblischen Kontext bekannt vor. Nein, ist ein altgriechischer. Sehr modern. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen, Frau Angelina. Angelkina. Drüben wäre dann Ihr Arbeitsplatz. Sie können gerne ablegen und dann machen wir weiter. Dankeschön. Bitteschön. Aber wie man einen PC hochfährt, das wissen Sie schon, oder? Ja, natürlich. Okay. Es ist Ramadan. Angel? Angelina, ja, ja bitte. Ja, okay. Ich möchte Ihnen gerne das Theologiegebäude zeigen. Ja, super, dann würde ich mich gleich zurechtfinden. Sehr gut, kommen Sie dann mit, bitte. Mhm. Am besten, Sie nehmen das Kreuz ab. Die anderen könnten Sie dadurch gestört fühlen. Okay. Oder Sie kommen auf die Idee, Sie als fundamentalistisch zu bezeichnen. Oder Sie denken, Sie seien gezwungen. Okay, ja, dann tue ich Sie weg. Und soviel ich weiß, in der Bibel steht auch nicht, dass man so etwas um den Hals tragen soll, oder? Wollen wir? Dankeschön. So, das wäre dann unsere Bibliothek. Hier finden Sie alle Werke, die Sie im Bereich der Religionspädagogik und Theologie brauchen. Okay, super. Ich habe vor kurzem das Werk von Mohammad Khurshid gelesen, und zwar über den religiösen Dialog. Sag mal, kommen Sie eigentlich aus Graz? Wie? Sie sprechen aber sehr gut Grazerisch. Sind Sie in Graz geboren und aufgewachsen? Ich komme aus dem Umland von Graz, aus einem kleineren Dorf. Sehr fortschrittlich für jemanden, der aus einem Dorf kommt. Aha, danke schön. Ja, gehen wir wieder rauf, Angel. Angelina. Wie auch immer. Kommen Sie mit, bitte. Ja, super. Danke, Herr Ashrawi, für den wundervollen Beitrag zum Thema respektvoller Umgang am Arbeitsplatz. Ein sehr wichtiges Thema, wie ich das eben finde. Darf ich da unterbrechen? Ich finde besonders... Angel, Sie sind für... Angelina. Wie auch immer. Sie sind für das Protokoll zuständig. Wenn ich etwas zum Thema Jesus und sein Umgang mit seinem Volk brauchen sollte, dann melde ich mich bei Ihnen. Okay? Okay. Ja? Ja. Dankeschön. Und bei Punkt 6 wäre noch der respektvolle Umgangston mit Studierenden zu ergänzen. Angel, Sie schreiben das. Angelina, aber mir reicht's. Ich fühle mich hier ziemlich diskriminiert. Ich gehe. Vierte. Ich hoffe, das Video hat Sie ein wenig irritiert zurückgelassen. In diesem Video haben wir einen Rollentausch gemacht, und zwar, was dir, Mevlida, im Arbeits- und Alltagsleben geschehen ist, haben wir auf mich übertragen und dargestellt. Wie hast du dich dabei gefühlt, Eva? Ich muss sagen, sehr bedrückt hat mich die falsche Aussprache meines Namens, die sich über das ganze Video entlang durchgezogen hat, und zwar auf den Namen Ange reduziert zu werden. Fühlt sich erstens so an, als wäre man eine Angelrute oder mit einer Angelrute verglichen. Und es klingt auch tatsächlich etwas maskulin. Ich habe mich ein wenig meiner weiblichen Identität beraubt gefühlt. Ja? Ja, tatsächlich. Ja, solche Situationen kenne ich viel zu gut. Also ich kann mich erinnern, als ich vor 30 Jahren nach Österreich gekommen bin, hat man versucht, mich von heute auf morgen von Mevlida auf Manfreda umzutaufen. Klingt ja auch sehr maskulin.
Ja, ich habe zwar nichts gegen den Namen, weil die Bedeutung ist ja auch schön, also der Mann des Friedens. Aber es ist ein Mann. Eben, also meine weibliche Identität wird irgendwie auch verdrängt, erstens. Und zweitens, meine Eltern haben sich auch Gedanken gemacht, bevor ich geboren wurde. Und zwar, sie haben sich genau für diesen Namen entschieden. Ich trage diesen Namen auch gerne, bin stolz darauf und möchte auch den Namen behalten. Mhm. Wenn ich das höre, deine Geschichten, dann frage ich mich, ob es tatsächlich so schwer ist, den Namen zu lernen. Und ich denke, gerade in der Schule oder auf der Universität ist es ein Zeichen von Respekt, auch den Namen richtig auszusprechen. Richtig. Ich würde aber nicht sagen, dass es irgendwie viel zu schwer ist, die Namen auszusprechen, weil ich hatte am Anfang auch ein wenig Schwierigkeiten mit dem Namen Thorsten, aber... Kein Problem, wie ich höre. Mittlerweile habe ich kein Problem damit. Aber ich würde sagen, dass man versucht, einfach eine Barriere aufrecht zu erhalten. Also der Name deutet einfach darauf hin, ja, ein bisschen Distanz, weil du bist ja nicht so wie ich. Und das kann ich auch sehr häufig auch mit meinem Aussehen in Verbindung bringen. Glaubst du, dass das mit dem Tragen des Kopftuches in Zusammenhang steht? Das kann auch sein, weil ich erlebe immer wieder etwas mit dem Tragen des Kopftuches und so weiter im Alltag. Also mir kommt vor, die eine Gruppe möchte das Kopftuch anziehen, die andere Gruppe möchte das Kopftuch wieder ausziehen. Dann gibt es auch Gruppen, die dafür kämpfen, um deine Freiheit, dir das Kopftuch ausziehen zu dürfen. Da frage ich mich, wo bleibt deine Selbstbestimmung? In solchen Situationen frage ich mich aber auch, wovon will man mich befreien? Also das ist meine Entscheidung. Wir sprechen stets über Freiheit, aber das ist auch meine Freiheit zu entscheiden, wie ich mich anziehe und was ich auf meinem Kopf trage. Die eine Seite will, dass ich das Kopftuch ablege, die andere will, dass ich das Kopftuch trage. Und irgendwie bin ich in der Mitte und auf meinem Kopf werden auch die politischen Debatten durchgeführt. Ich möchte aber selber entscheiden, ob und was ich mache. Und vor allem ist es für mich auch wichtig, dass man nicht über mein Kopftuch spricht, sondern mit den Menschen unter dem Kopftuch. Da gibt es ja dieses schöne Sprichwort, Kleider machen keine Menschen. Und wir haben versucht, diese Thematik auch umzudrehen und im Video darzustellen, wie du mir befohlen hast, das Kreuzkettchen abzunehmen. Und das Kreuzkettchen ist ein religiöses Symbol, drückt einerseits Religionszugehörigkeit aus, auf der anderen Seite wird es auch als Schmuckstück verwendet. Man sieht es auch immer wieder in Halsketten oder Armbändern. Und mir kommt vor, das ist mit einem Kopftuch ist es ähnlich. Heute trägst du die schöne Brosche. Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Arten, wie man das Kopftuch bindet. Manche tragen das so wie ich, manche wieder anders. Es gibt ja auch so Kopftuchbinden wie ein Turban und so weiter. Aber der Punkt liegt nicht darin, wie man das Kopftuch trägt oder ob man das Kopftuch trägt, sondern darin, dass darunter sich ein Mensch befindet und dieser Mensch auch wahrgenommen werden soll. Wir vergessen den Menschen darunter. Das ist schön gesagt. Danke. Vielleicht ein anderer Aspekt, den wir im Video auch nennen, das sind religiöse Feste. Mhm. Und gerade in Österreich Weihnachten und Ostern, Feste, wo die Familie zusammenkommt. Und man hört dann auch immer wieder vom Ramadan. Und auch der Ramadan, da kommt mir vor, geht es oft wieder darum, es ist doch ungesund, den ganzen Tag nichts zu trinken und zu essen. Genauso wie mit dem Kopftuch muss ich auch etwas in Bezug auf Ramadan sagen. Und zwar... immer wieder, nichts essen, nichts trinken. Okay, nichts essen, aber nichts trinken. Das ist gesundheitsschädlich. Ja, oder vor allem im Sommer, ist dir nicht heiß, du Arme, du hast das Kopftuch, ist dir nicht heiß und solche Aussagen. Auch da schwingt mit, man sollte das Kopftuch wieder abnehmen. Richtig. Ja. Was die Feste anbelangt, da muss ich sagen, ich mag auch Weihnachten und Ostern, weil da merke ich auch in meiner Umgebung, da treffen sich die Menschen, die Familienmitglieder verbringen Zeit miteinander. Bedauerlicherweise in letzter Zeit auch sehr häufig nur zu Festen. Der Monat Ramadan ist der 9. Monat im islamischen Kalender. Und das ist auch ein wenig komisch, wenn Leute mich fragen, machst du Ramadan? Da frage ich mich, okay, machst du vielleicht Februar oder März? Das ist ein Monat und in diesem Monat versuchen Muslime, sich nicht nur vom Essen und Trinken fernzuhalten, sondern arbeiten auch auf diese spirituelle Dimension, möchten bessere Menschen werden, versuchen noch mehr Barmherzigkeit in ihren Alltag einzubringen als sonst. Und vor allem ist es aber auch ein Monat, in dem ein Mensch Möglichkeit hat, Charakter zu reinigen, aber auch der Monat der Gemeinschaft. In diesem Monat treffen sich Menschen miteinander, mit Familienmitgliedern. Es wird gemeinsam gekocht, gemeinsam gegessen.
Es wird viel miteinander gesprochen. Das ist ein besonderer Monat. Mhm. Ich finde das besonders schön, weil ich werde auch von dir regelmäßig zum Fastenbrechen eingeladen. Und genau in diesen Situationen habe ich die Möglichkeit, dich besser kennenzulernen. Man kann Vorurteile abbauen und man versteht dann, Ramadan ist viel mehr als nichts zu essen und nichts zu trinken. Es ist wie Weihnachten und Ostern und man hat Zeit, sich mit seinen Freunden zu treffen und Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich möchte mich gleich bei dir bedanken, dass du meinen Einladungen immer wieder folgst. Das bereitet mir auch Freude, weil für mich ist es eine besondere Situation. Ich versuche meine Arbeitskolleginnen, versuche meine NachbarInnen auch einzuladen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, weil unsere multireligiöse und multikulturelle Gesellschaft braucht das. Und vor allem in diesem Monat ist die Gemeinschaft im Vordergrund. Und das heißt auch im Koran, oh ihr Menschen, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es den Menschen vor euch vorgeschrieben war. Das heißt? Es ist nicht eine gute Möglichkeit, dass wir miteinander eben darüber sprechen, weil die Menschen, nicht nur Muslime, sondern die Menschen auch andere Religionszugehörigkeiten haben bestimmte Rituale, Fasten auch. Es ist nicht eine Gelegenheit, in der wir miteinander reden können über dieses Thema, aber frei von Vorurteile, auch ohne Hindernisse bestimmte Themen anzusprechen und zu fragen, hey, wie ist es bei dir? Eine gute Möglichkeit, uns kennenzulernen und näher zu kommen. Genau, so kann ich auf Neues zugehen, kann offen sein und tatsächlich beginnt bei mir jetzt schon der Magen zu knurren, wenn wir über das Essen reden. Ich würde mir aber wünschen, dass es noch mehrere Menschen so wie dich gibt, Eva, die offen sind, die mit einer bestimmten Portion Neugier in bestimmten Situationen auch an die Menschen treten und sagen, hey, das möchte ich erfahren. Also ohne Vorurteile, mit Neugier und nur dadurch kann unsere Gesellschaft auch uns zusammenbringen, beziehungsweise dadurch können wir uns in unserer Gesellschaft unterstützen und die Gesellschaft voranbringen. Jetzt werde ich ganz verlegen, aber ich glaube, es ist jetzt ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Da hast du vollkommen recht. Wir können uns von unseren Zuseherinnen verabschieden. Danke fürs Zusehen. Tschüss.